Hast du gerade von deinem Finanzamt einen Steuerbescheid bekommen und bist dir jetzt nicht ganz sicher, welche Informationen in diesen ganzen Zahlen wichtig sind und welche du ruhig auch ignorieren kannst? Dann bleib unbedingt dran, denn in diesem Video schauen wir uns gemeinsam einen Einkommensteuerbescheid an. Hi, mein Name ist Melcher von der Conto Steuerberatung und ehrlicherweise sind das immer zwei Paar Schuhe. Die Steuererklärung zu machen und abzugeben ist das eine, dann anschließend diesen Steuerbescheid zu bekommen und ihn zu verstehen, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Denn auf dem Steuerbescheid steht so viel drauf und so viele Zahlen und es ist relativ unübersichtlich, wenn man das nicht gewohnt ist, regelmäßig zu machen. Da es aber mein Job ist, Steuerbescheide zu lesen und zu wissen, welche Information wichtig ist, habe ich mir gedacht, wir schauen uns einfach mal einen Einkommensteuerbescheid gemeinsam an und ich sage dir, welche Zahlen wichtig sind und was du auch ruhig einfach überlesen kannst. Wenn du deinen Steuerbescheid jetzt vor dir liegen hast, dann sieht er wahrscheinlich ziemlich genauso aus wie mein Steuerbescheid, den ich hier einmal rausgesucht habe. Und zwar sieht man ganz oben so allgemeine Informationen, also deine Steuernummer, deine persönliche Steuer-ID, aber auch das zuständige Finanzamt mit Ansprechpartner, Telefonnummer und so weiter. Was relativ wichtig ist, ist hier oben rechts einmal. Hier steht nämlich, was für ein Bescheid das eigentlich ist. Weil es gibt ja auch Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Einkommensteuer und so weiter. Und dann für unterschiedliche Jahre. Und hier steht Bescheid für 2018 über die Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag. Das ist schon mal ganz hilfreich. Der Bescheid ist also ein bisschen älter schon. Und bei dir steht dann entsprechend etwas anderes. Aber das ist relativ wichtig, wenn du zum Beispiel deinen Ordner aufschlägst, es irgendwo abgelegt hast, um relativ schnell die richtigen Bescheide zu finden. Und der wichtigste Satz, nach dem du wahrscheinlich als erstes Ausschau hältst, steht unter diesem ersten Bereich. Das heißt, unter diesem Kästchen steht dann das, wonach du suchst. Und zwar, gibt es Geld zurück oder musst du etwas bezahlen? Hier in diesem Beispiel steht, aufgrund des erteilten Mandats, also Lastschriftmandat, wird der Gesamtbetrag von 7.312,67 € abgebucht. Das heißt, hier gibt es eine Nachzahlung, leider keine Erstattung von ungefähr 7.300 €. Und da du ein Lastschriftmandat erteilt hast, bucht das Finanzamt diesen Betrag einfach ab. Hier kann natürlich auch was anderes stehen. Einmal kann natürlich beispielsweise dastehen, dass es eine Erstattung gibt. Und auch die Verwendung der Erstattung oder der Nachzahlung kann natürlich abweichen. Wenn du beispielsweise kein Lastschriftmandat hinterlegt hast, dann steht hier beispielsweise, dass du bitte die 7.300 € zum Datum XY bitte überweisen solltest auf das Konto des Finanzamtes. Was außerdem immer mal sein kann, ist, dass unterschiedliche Steuerarten miteinander verrechnet werden. Weil das ist jetzt ja nur der Steuerbescheid für die Einkommensteuer und den Solidaritätszuschlag. Und wenn du beispielsweise eine Erstattung in der Einkommensteuer hast, aber eine Nachzahlung bei der Umsatzsteuer, dann macht das Finanzamt das auch relativ häufig, dass das miteinander verrechnet wird. Dann steht da irgendwas mit Verrechnung mit der Umsatzsteuer oder irgendwie sowas in die Richtung. Das heißt, der wichtige Part steht immer hier und da erfährst du, was denn mit deiner Nachzahlung oder deiner Erstattung passiert. Doch wie kommt das Finanzamt eigentlich auf diese Nachzahlung? Und die grobe Berechnung, die findest du genau darüber. Und zwar siehst du da ein Kästchen auf der rechten Seite. Und zwar einmal mit der Spalte Einkommensteuer und einmal mit der Spalte Solidaritätszuschlag. Bei dir gibt es vielleicht noch eine dritte Spalte und zwar für die Kirchensteuer. Weil die Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer, das gibt es in der Regel immer in einem Steuerbescheid. Und dann siehst du in den jeweiligen Zeilen, was da jeweils berechnet wurde. Das heißt, in der ersten Zeile steht, dass von der Steuer festgesetzt werden 19.322 € für die Einkommensteuer und 934,67 € für den Solidaritätszuschlag. Das ist die gesamte Steuer, die ich für dieses Jahr, also für gesamt 2018, zahlen muss. Es ist jetzt aber allerdings so, dass ich ja in der Regel auch unterjährig schon irgendwie Steuern gezahlt habe für ein Jahr. Das heißt, als Selbstständiger zahle ich ja quartalsweise meine Einkommensteuer voraus und natürlich auch den Solidaritätszuschlag. Und als Angestellter habe ich sogar monatlich meine Lohnsteuerabzüge. Und die Lohnsteuerabzüge in jeder Gehaltsabrechnung sind immer Vorauszahlungen auf diesen Einkommensteuerbescheid. Das siehst du da auch aufgelistet. Hier sehe ich beispielsweise, dass bereits getilgt wurde 12.272 € für die Einkommensteuer und 672 € für den Solidaritätszuschlag. Man sieht hier also, ich war in diesem Jahr offensichtlich nicht angestellt, sonst wäre da noch eine zusätzliche Zeile mit Abzüge als Lohnsteuer von der Gehaltsabrechnung. Ich weiß nicht genau, wie es da steht, aber irgendwas mit Lohnabzugsbeträge würde dann da auch noch stehen. Hatte ich allerdings nicht. Und in der nächsten Zeile wird das Ganze dann miteinander verrechnet. Also bei der Einkommensteuer 19.322 € minus 12.272 € sind dann 7.050 €. Das ist das, was ihr an Einkommensteuer nachzahlen müsst. Allerdings kommt dann noch der Soli dazu, und zwar die 262,67 €. Und das zusammengerechnet ist dann die Nachzahlung, die ich bezahlen muss. Oder die in dem Beispiel
Beispiel das Finanzamt jetzt in ein paar Tagen vor meinem Konto abbuchen wird. Was natürlich hier auch noch sein kann, ist, dass meine Vorauszahlungen, das heißt die Zeile bereits getilgt, natürlich höher ist als die festgesetzte Steuer. Wenn ich unterjährig mehr Steuern gezahlt habe, als ich eigentlich hätte zahlen müssen, dann ist der Betrag natürlich höher und das führt dann zu einer Steuererstattung. Der nächste Abschnitt im Steuerbescheid ist ebenfalls relativ interessant. Das steht übrigens nicht immer da. Das ist die Festsetzung der quartalsweisen Vorauszahlungen. Ich habe ja gerade eben erwähnt, dass du quartalsweise Einkommensteuer vorauszahlen musst. Und diese Vorauszahlungen werden, zumindest in den allermeisten Fällen, mit jedem Steuerbescheid nochmal neu angepasst. Das heißt, wenn du jetzt mehr zahlen musstest, dann musst du jetzt auch quartalsweise mehr vorausbezahlen. Wenn du jetzt weniger Steuern zahlen musstest oder also eine Erstattung bekommen hast, dann werden die quartalsweisen Vorauszahlungen in der Regel nach unten angepasst. Und in den allermeisten Fällen ist es so, dass auf dem Einkommensteuerbescheid schon die nächsten Vorauszahlungen stehen. Deswegen schau dir das da unbedingt an, weil daran musst du natürlich auch denken bei dem nächsten Termin, wo die Vorauszahlung fällig ist. Wenn dieser ganze Bereich auf deinem Steuerbescheid fehlt, dann gelten die Vorauszahlungen von dem letzten Steuerbescheid. Und hier sieht man ganz klar, für 2019, also fürs vierte Quartal am 10. Dezember, wurde meine Vorauszahlung erheblich nach oben gesetzt. Da musste ich nämlich am 10. Dezember von 2019 10.168 Euro für die Einkommensteuer zahlen und 412 Euro für den Solidaritätszuschlag. Das heißt, das vierte Quartal 2019 wurde echt hochgesetzt. Warum ist das so? Weil das Finanzamt in diesem Steuerbescheid festgestellt hat, dass ich offensichtlich ungefähr 7.300 Euro zu wenig gezahlt habe. Und jetzt möchte das Finanzamt natürlich dieses Geld so früh wie möglich und setzt deswegen direkt die nächste Vorauszahlung so hoch an. Man sieht hier allerdings auch die Vorauszahlungen ab 2020, also erstes, zweites, drittes und viertes Quartal. Und das ist jeweils niedriger. Bei der Einkommensteuer 4.761 Euro. Doch wie kommt das Finanzamt da eigentlich darauf? Das Finanzamt nimmt die gesamte Steuer eines Jahres, also in diesem Fall 19.322 Euro für die Einkommensteuer und teilt das ganz einfach durch 4. 4 Quartale, die vorausgezahlt werden müssen, sollen am Ende zu 19.322 Euro werden. Das heißt, das Finanzamt teilt das einfach durch 4 und sagt, okay, das sind jetzt die quartalsweisen Vorauszahlungen. Da ich jetzt in 2019 allerdings schon 3 Quartale viel zu wenig gezahlt habe, ist die letzte Rate in 2019 sehr, sehr hoch und in 2020 dementsprechend niedriger. Und so läuft das eigentlich in der Regel, dass diese Vorauszahlungen festgesetzt werden und dann im nächsten Steuerbescheid, wahrscheinlich der Bescheid von 2019, ist mein Einkommen dann ja wahrscheinlich wieder ein bisschen höher oder ein bisschen niedriger und dann werden die Vorauszahlungen auch wieder ein wenig nach oben oder nach unten angepasst. Das heißt, du kannst dir merken, mit nahezu jedem Einkommensteuerbescheid werden auch die quartalsweisen Vorauszahlungen nach oben oder unten angepasst. Wenn du die ganze Berechnung jetzt noch genauer verstehen möchtest, das heißt, wie kommt das Finanzamt um Himmels Willen auf diese Steuerlast, dann kannst du dir den nächsten Block vornehmen. Und da steht drüber Berechnungsgrundlagen, Berechnung des zu versteuernden Einkommens. Und da sieht man dann auch 3 Spalten, beziehungsweise 4 Spalten. Und zwar in der ersten Spalte steht, was wird da eigentlich gerechnet? Dann sieht man einmal den Ehemann und dann die Ehefrau und dann einmal zusammengerechnet. Das heißt, man sieht hier auch relativ deutlich, dieser Steuerbescheid wurde mit mir und meiner Ehefrau quasi zusammen veranlagt. Zum Thema Zusammen- und Getrenntveranlagung, dazu habe ich auch schon mal ein Video aufgenommen, das verlinke ich dir oben rechts einmal. Wenn du da gar nicht weißt, was das eigentlich ist und was das für Vor- und Nachteile hat, dann schau unbedingt da einmal vorbei. Aber hier sieht man relativ gut, dass wir unterschiedliche Einkommen in unserer Familie hatten. Und zwar in dem ersten Block steht Einkünfte aus selbstständiger Arbeit. Genauer gesagt, aus freiberuflicher Tätigkeit, da gab es einen Gewinn, wichtig, hier steht der Gewinn, nicht der Umsatz, von 96.477 Euro beim Ehemann. Das heißt, der Ehemann hat ungefähr 96.500 Euro mit freiberuflicher Tätigkeit verdient. Die Ehefrau hatte gar keine freiberufliche Tätigkeit. Die Ehefrau hatte aber ein anderes Einkommen. Und zwar steht hier Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit, und zwar 5.000 Euro. Das heißt, die Ehefrau hat 5.000 Euro brutto verdient in dem Jahr. Davon abgezogen kann dann schon der Arbeitnehmerpauschal. Natürlich kann man Werbungskosten und so weiter auch in der Einkommensteuererklärung angeben, wurde hier offensichtlich nicht gemacht. Das heißt, es wird ein Arbeitnehmerpauschbetrag abgezogen von 1.000 Euro, führt zu 4.000 Euro. In der nächsten Zeile wird das dann zusammengerechnet. Das heißt, die Summe der Einkünfte, und zwar einmal 96.477 Euro plus 4.000 Euro, das sind zusammengerechnet 100.477 Euro. Das Ganze ist dann in diesem Fall auch entsprechend den Gesamtbetrag der Einkünfte. Zu dem ganzen Berechnungsschema, wie sich eigentlich die Einkommensteuer berechnet,
was die einzelnen Begrifflichkeiten bedeutet und welche Ausgaben man wo absetzen kann. Auch dazu habe ich schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen. Auch das verlinke ich dir gerne mal oben rechts. Deswegen, wenn dir diese ganzen Begriffe nicht sagen und du aber trotzdem Interesse hast, schau dir unbedingt das Video einmal an. In dem nächsten großen Block wird es ein bisschen unübersichtlich. Da geht es um die ganzen privaten Ausgaben, die man steuerlich geltend machen kann. Das heißt, da geht es nicht um die Betriebsausgaben, sondern wirklich um die privaten Tätigkeiten, die aber steuerlich relevant sind. Zum Beispiel deine Aufwendungen für die Altersvorsorge. Rentenversicherung beispielsweise. Das steht als erstes da. Das heißt, Summe der Altersvorsorgeaufwendungen. Dann wird da nochmal was verrechnet und so weiter, was davon absetzbar ist und so weiter. Wie gesagt, ich verweise da gerne auf das andere Video. Die Krankenkassenbeiträge, die Pflegeversicherung und so weiter. All das wird irgendwie so zusammengerechnet. Das sind die sogenannten Sonderausgaben. Und davon absetzbar sind in Summe 13.787 Euro. Und das wird auch einmal ganz nach rechts getragen, damit das quasi in dieser Berechnungsspalte drinsteht. Dann habe ich noch ein paar außergewöhnliche Belastungen. Außergewöhnliche Belastungen sind in erster Linie so Gesundheitskosten. Auch dazu habe ich schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen. Auch das verlinke ich dir oben rechts einmal. Deswegen, wenn du nicht weißt, was außergewöhnliche Belastungen sind, schau dir das Video unbedingt einmal an. Von den außergewöhnlichen Belastungen muss man immer noch einen Anteil der zumutbaren Belastung rausrechnen. Ist hier auch passiert. Unterm Strich bleiben nur 168 Euro übrig, die ich tatsächlich steuerlich geltend machen kann. Und das Ganze verrechne ich. Und dann habe ich ein gesamtes Einkommen von 86.450 Euro. Und da wird auch nochmal was mit Kindern gerechnet. Darauf möchte ich gar nicht so in der Tiefe drauf eingehen. Aber natürlich kann man Kinder auch steuerlich berücksichtigen. Das Ergebnis ist das zu versteuernde Einkommen. In diesem Beispiel 79.022 Euro. Und auf diese 79.000 Euro wird dann dein individueller Steuersatz angewendet. Wurde hier gemacht? Das Ergebnis ist dann deine Steuerbelastung und zwar 16.994 Euro. Weil weiter oben schon der Kinderfreibetrag angewendet wurde, musst du an dieser Stelle allerdings das Kindergeld, was du bekommen hast, zurückzahlen. Da gibt es immer so eine günstige Rechnung. Was ist günstiger? Kinderfreibetrag oder Kindergeld? In dem Fall ist ganz klar der Kinderfreibetrag. Deswegen wird der Kinderfreibetrag weiter oben angesetzt. Allerdings bedeutet das dann automatisch, dass man das Kindergeld zurückbezahlen muss. Und deswegen fordert das Finanzamt insgesamt 19.322 Euro. Und das ist wiederum der Betrag, den du dann ganz, ganz oben auf der ersten Seite schon gesehen hast. Von diesem Betrag, also von diesem Steuerbetrag, wird dann jeweils der Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer berechnet. Das heißt, diese Einkommensteuerzahlung ist die Berechnungsgrundlage für den Soli und die Kirchensteuer. Wenn du jetzt mit mir gemeinsam durch deinen Steuerbescheid durchgeblättert hast, dann wirst du wahrscheinlich feststellen, dass wir jetzt erst bei einem Drittel sind oder vielleicht der Hälfte und dass auch noch eine ganze Menge danach noch folgt. Allerdings muss ich an dieser Stelle auch sagen, wir sind durch die wichtigsten Dinge durch. Das heißt, ab jetzt, ab diesem Punkt, kommen nur noch so Erläuterungen, Beschreibungen, Rechtshinweise, Berechnungsgrundlagen für die Vorauszahlungen und so weiter. Das heißt, da kommt noch eine ganze Menge. Meine persönliche Meinung ist allerdings, bis zu diesem Punkt, da stehen die relevanten Informationen und ab jetzt wird es sehr, sehr rechtlich. Und ich persönlich bei meinem Steuerbescheid höre auch ungefähr hier auf zu lesen, weil danach stehen keine wirklichen interessanten Informationen mehr. Mit einer Ausnahme. Und zwar steht unter diesem ganzen Block nochmal Erläuterungen zur Festsetzung. Da sagt das Finanzamt, was sie genau gemacht haben. Das sind so die Bearbeitungshinweise. Und wirklich interessant ist für dich eigentlich nur der erste Absatz oder die ersten zwei Absätze. Weil da beschreibt das Finanzamt, wann und wo sie eventuell von deiner Einkommensteuererklärung abgewichen sind. Es kann ja sein, dass du eine Einkommensteuererklärung eingereicht hast und bestimmte Dinge da angegeben hast und dann hat das Finanzamt aber bestimmte Kosten vielleicht nicht anerkannt. Um ein Beispiel zu nennen, du hast Spenden getätigt und wolltest die in deiner Einkommensteuererklärung berücksichtigen. Das Finanzamt sagt aber, dieser Spendenbescheid, der reicht mir nicht aus und deswegen kann ich diese Spende leider steuerlich nicht berücksichtigen und nimmt das quasi raus. Und das schreibt das Finanzamt tatsächlich auch in diesen Steuerbescheid rein und zwar immer in dem ersten Absatz. Das heißt, im ersten Absatz findest du die Erläuterung und Hinweise darauf, wo das Finanzamt denn in dem Steuerbescheid von deiner Einkommensteuererklärung abgewichen ist. Und das schauen wir uns auch hier einmal an. Im ersten Absatz steht, der Höchstbetrag für die sonstigen Vorsorgeaufwendungen wurde bereits durch die Berücksichtigung ihrer Beiträge zur Krankenversicherung, der Basisabsicherung und zur gesetzlichen Pflegeversicherung ausgeschöpft. Ein darüber hinausgehender, man sieht schon, wenn man es liest, okay, das ist jetzt ein allgemeiner Rechtshinweis, da geht es nicht mehr wirklich darum, dass sie etwas anders gemacht haben. Hier steht nicht,
die Spenden in Höhe von 1000 Euro konnten nicht berücksichtigt werden, weil die Zuwendungsbescheinigung nicht ordnungsgemäß war oder irgendwie sowas. Steht da offensichtlich nicht, sondern es ist nur so ein allgemeiner, ja, ich würde mal sagen, Blabla-Text, so ein allgemeiner Rechtshinweistext. Das heißt, in dem konkreten Fall hat das Finanzamt sich also genau an meinen Angaben orientiert. Das heißt, dieser Bescheid sollte ziemlich genau mit meiner Einkommensteuererklärung übereinstimmen. Da sollte es keine großen Abweichungen geben. Und das bedeutet dann allerdings auch, dass diese ganzen Hinweise für mich, ja, die kann ich jetzt lesen, die habe ich zur Kenntnis genommen. Ich persönlich lese ab da nicht mehr richtig weiter, weil wirklich neue, interessante Informationen stehen in dieser gesamten zweiten Hälfte des Steuerbescheids in der Regel nicht mehr. Ich hoffe, mit meinen Erläuterungen bist du jetzt ein bisschen besser in der Lage, deinen Steuerbescheid zu lesen und auch zu verstehen. Wenn du dir jetzt denkst, oh Gott, ich will das aber niemals sehen, das Ganze soll doch ein Steuerberater für mich machen und der soll mir dann sagen, dass alles gut ist, dann verstehe ich dich hundertprozentig, das ist definitiv der entspanntere Weg. Und wir sind genauso ein Steuerberater. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und machen natürlich ganz gerne deine Einkommensteuererklärung, als auch die Kontrolle des Steuerbescheides, der dann danach automatisch folgt. Alle Informationen zu unserem Angebot und wie du mit uns zusammenarbeiten kannst, erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Schau aber auch gerne erstmal die anderen Videos auf diesem Kanal, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.